So, Hallöchen. Also, das zweite Video, was ich heute noch mache. Die Karte hatte ich mir ja gekauft, Parallelanschluss, also die funktioniert soweit. Drucker habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber im Rechner wird sie erkannt. Treiber muss ich mir aus dem Internet ziehen. CH382L. Da kriegt man hier den Treiber, kriegt man als CH38X-ZIP irgendwo, den kriegt man gedownloadet. Der funktioniert wunderbar. Windows 10 findet ihn nicht automatisch. Das als Update, das geht, aber worum es mir ging, war das Ding. Das habe ich im Stream ja angesprochen. Da wollte ich eigentlich ein Video zu machen, wie ich hier den SATA-Anschluss umlöte, wie ich das Ding anschließe und. Das mache ich nicht. Beziehungsweise ich kann es im Moment auch nicht machen. Wer das Video hier vorgesehen hat, weiß jetzt auch warum. Und ich kann nur so viel sagen, grundlegend funktioniert es. Die Soundkarte darauf funktioniert auch. Nur mit dem Treiber, da muss man aufpassen, dann beißt sich das irgendwie ein bisschen. Das hatte ich hier auch das Problem. Und dann fingen nachher die Probleme an mit dem Board, dass das noch anfing rumzuspinnen. Aber im Grunde funktioniert das Ding, wie es soll. So, nun habe ich erstmal mitgekriegt, zwar sind auf dem Board USB 3.0 Anschlüsse drauf, aber die sind gar nicht als USB 3.0 drauf. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es wirklich mit USB 3.0 geht. Das Kabel hier oben ist ein bisschen irritierend, das sind zweimal A-Stecker. Sieht man auch hier einmal A-Stecker und oben hier einmal A-Stecker. Oder Buchse, zwei A-Buchsen und zwei A-Stecker sind das. USB. Wie gesagt, es funktioniert. Ich wollte ein Video machen. Ich habe auch eine Kiste dazu gedruckt. Die hat mich 8 Stunden Druckzeit ge gekostet. Ich wollte das eigentlich zeigen, zusammenschrauben und eigentlich extern. Aber im Endeffekt habe ich nachher hier die PCI-Karte draufgesteckt. Die Soundkarte, den SATA-Anschluss hier rein. Da ging dann so, ja, mit ein bisschen Drücken ging er da noch dran vorbei an der Karte. Das war nicht schön. Da war aber noch Kabelbinder drum, weil mir die Karte immer wieder rausrutschte. Warum auch immer, das hält irgendwie nicht so besonders. Aber wenn es erstmal festgeschraubt ist, kann es ja nicht rausrutschen. Aber so rutschte sie mir immer raus. Habe ich mit Kabelbinder festgemacht und. Es hat funktioniert, sagen wir es mal so. Aber ich mache kein weiteres Video darüber. Vielleicht irgendwann mal in Zukunft mache ich mal ein Video darüber. Aber in der nächsten Zeit wird da nichts drüber kommen. Falls da noch drauf gewartet wird, die da am Stream zugeguckt haben oder den Stream sehen, das wird nicht passieren. Aber grundlegend funktioniert sie. Ich weiß nicht, unter was sie in Windows erkannt wird. Normalerweise steht hier was. Ich habe hier irgendwo geguckt. Ach so, ich hatte mir den Chip rausgepult, den IC hier, das Datenblatt davon, wird als PCI to PCI Bridge wohl erkannt. Aber ich habe es nicht gefunden bei mir. Ich habe zwar eine PCI zu PCI Bridge drin gehabt bei Windows, aber auch wenn das Ding gar nicht dran war. Und ob das jetzt wirklich über USB 3.0 funktioniert, weiß ich nicht, weil im Datenblatt stand was von USB 3 mit dem Chip. Ich kann es nicht genau sagen. Also ich werde das jetzt auch nicht weiter ausprobieren. Ich kriege im Moment kein USB 3 rein, weil das Board, was ich jetzt drin habe, hat nur einen PCI Express Anschluss, beziehungsweise zwei, aber der eine wird schon durch die Grafikkarte verdeckt. Da komme ich nicht ran. Ja. Aber die Soundkarte ging mit rein. Das war das Gute. Das nur als Update hierfür. Das wollte ich nochmal sagen. Also da braucht ihr nicht lange drauf warten. Da kommt erstmal wahrscheinlich die ganz lange Zeit nichts drüber. Nur das, was ich jetzt gesagt habe, dass das grundlegend hinhaut und mehr aber auch nicht. Also mehr kann ich nicht machen. Ich habe den Stecker nicht umgelötet. Ich habe da noch nichts weiter großartig gemacht, was ich noch zeigen könnte. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video.